Erwarten viele von Ihnen, wenn Sie in die Rundfunk- und Fernsehzeitschriften geguckt haben, Paul Anka. Paul Anka hat uns vor 2 Tagen absagen lassen. Wir fanden das nicht so irrsinnig komisch. Sie vielleicht auch nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß, viele hätten sich darauf gefreut. Jetzt haben wir gesagt, was machen wir? Wir haben bei einem Kollegen angerufen, der immer sehr viel zu tun hat, der eine Signierstunde für sein neues Buch abgesagt hat und gesagt hat, Kinder, wenn ihr mich braucht, dann bin ich für euch da und natürlich auch für meine Freunde. Wir freuen uns darüber. Er singt heute zum ersten Mal in seiner Muttersprache. Er hat auf der Bühne oft in Englisch gesungen, aber seine neue Platte ist in Englisch. Sie freuen sich drauf und wir freuen uns riesig, dass er in Berlin ist. Hier ist für Sie, Ihr und unser, Howard Carpendale. Howard Carpendale!
One More Dance in Blue.